Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, ihr könnt schon sehen, heute habe ich mal wieder was aus China bestellt von AliExpress. Und zwar habe ich das gesehen beim letzten Community-Treffen in der Schweiz, beim Cäsar, beim Brickshaus. Schöne Grüße an der Stelle. Und es geht um Dinosaurier World von Toyjoy. Kenne ich nicht. Dieses da. Das ist eine Kugelbahn, 500 Teile, 4 Minifiguren für knapp 24 Euro bei, wie gesagt, AliExpress. Ich verlinke euch das mal unten, wo ich das gekauft habe. Ich fand es richtig witzig und auch so entspannend, wenn man da zugeguckt hat die ganze Zeit. Und das hat mir eigentlich am besten gefallen, diese Dino World hier. Da gibt es noch 3 oder 4 verschiedene andere. Ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an nach dem Intro. Also, wie gesagt, 500 Teile, 4 Minifiguren. Ab 6 Jahre und wir haben hier, mal schauen, das ist nur ein kleines Heftchen hier. Mal gucken. Wo steht es denn? 31 Seiten. Stehen da eure Bauschritte oder sowas? 31 Seiten, aber... Nö, da steht nichts von Bauschritten oder sowas. Das heißt also, wir müssen alle 500 Teile auspacken. Naja, gut, das werden wir schon hinkriegen. Ich verteile es jetzt mal auf meine Teller oder lege es mir so hier hin, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Und dann legen wir einfach mal los. Da wird am Anfang gleich der Dino oder 2 Dinos gebaut, die Minifiguren zusammengebaut. Ja, und ich weiß auch nicht, was Toyjoy ist, keine Ahnung. Ich kenne die Steine nicht, der Cäsar hat gesagt, das war ganz gut zu bauen. Dann wird es schon so sein, ne, wenn der das sagt. Also, los geht's jetzt. Ja, Freunde, ich bin jetzt in der Mitte von der Dinosaurier World angekommen. Ich zeige euch jetzt mal schnell die Minifiguren. Da hätten wir die 4 Stück. Und die sind recht cool. Alle bedruckt, selbst die Hosen. Richtig gut gemacht. Auch hinten natürlich. Ich tue es jetzt nochmal kurz nach vorne beugen, dass man das besser sieht. Dann brauche ich sie nicht groß drehen. So. Ja, ich kann dann gut sehen. Und dann haben wir noch einen Dino. Auch das ist alles bedruckt. Der Schwanz hinten, oben der Kopf, die Beine. Ja, da ist nichts mit Aufklebern, gar nichts. Und das Maul kann man auch auf und zu machen. Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, es sollen 2 sein. 2 Dinos, noch ein grüner. Ich habe 2 rechte Beine, ich habe ein linkes Bein und ich habe 2 Vorderbeine. Und den Kopf. Auch wunderbar, ist der bedruckt. Wenn noch der Körper dazu da wäre, dann wäre das noch besser. Aber nein, ich habe 2 rechte Beine. Das ist, naja, gut. Wieder mal für, naja, wie sagt man das so? Für den Arsch, auf Deutsch gesagt. Entschuldigung, ein Ausdruck. Aber das ärgert mich schon wieder maßlos. Ne? Es ist jetzt kein teures Set gewesen, ganz klar. Aber trotzdem kann ich ja erwarten, dass ich alle Teile habe. Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich nur, das Ding liegt hier jetzt schon ewig rum und ich habe nur 15 Tage bei AliExpress Zeit, mich zu beschweren oder Reklamation einzureichen oder sonst was. Und da bin ich natürlich schon drüber weg. Also fehlt ein Dino, sondern habe halt nur diese paar Teile übrig. Gut, ansonsten bin ich bei Bauschritt 25 jetzt angekommen und so weit bin ich bis jetzt schon. Dazu will ich auch mal kurz was sagen, und zwar, wer sich über Kobi schon auslässt, dass das schwer zu klemmen ist, der soll mal das hier machen. Leute, ich habe jetzt gedacht, ich spinne, ich weiß ja nicht, was für Steine das sind, aber ich habe einmal, habe ich so fest drücken müssen, da ist mir die Hälfte wieder auseinandergebrochen, weil ihr seht ja, das ist teilweise nur so auf so Stelzen gebaut. Und ja, es ist wirklich, wirklich teilweise richtig schwer zu klemmen, weil gerade diese Förmchen hier,
Ja, die lassen sich schon sehr schwer aneinander klemmen und ich glaube, da ist in der einen Ding ist hier ein Riss drin. Macht jetzt nichts weiter aus, aber das kann auch sein, dass ich das, weil ich das eben so fest gedrückt habe, dass da wahrscheinlich schon, ja, das ist ein richtiger Riss drin. Ich hoffe, das hält. Naja, ein so ein Ding habe ich ja noch, aber das kommt dann hier noch irgendwo ran. Ich würde schon sagen, dass es Spaß macht, wenn nicht diese ganze Festdrückerei. Weil hier zum Beispiel sieht man es wunderbar. Ja, der Stein, der ist überhaupt nicht richtig drauf. So, wenn ich jetzt also versuche, den auch wieder festzumachen, oder hier auch das Graue, das ist alles ziemlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann noch drücken soll, weil das durch diese. Oder ich mache das mal ab hier. Naja, das ist gar nicht so. Ja, da habe ich eine rangekriegt, aber hier halt noch nicht, ne? So, naja, das ist nicht das Wahre irgendwie. Also, wie man es macht, es ist verkehrt. Also, es ist halt dann mal ein Spalt da. Was soll's? Ja. Ich meine, es ist witzig zu bauen. Es ist dann wahrscheinlich auch witzig, wenn das Ding läuft. Also, es ist hundertprozentig witzig, weil ich habe es ja schon gesehen. Aber der Weg dahin ist doch ziemlich, ziemlich steinig, muss ich schon sagen. Naja, gut, wie dem auch sei. Die Hälfte habe ich ja noch. Und dann schauen wir mal, wenn ich das alles hier weg habe, wie das dann funktioniert. Ob es funktioniert, ne? Ich baue es jetzt fertig. Also, bis gleich. Das war's, Freunde. Nach gut 2 Stunden ist es fertig, unsere Kugelbahn. Und ich finde wirklich, sie ist echt gut gelungen. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch testen. Also der Aufzug hier, sage ich mal, der funktioniert. Das habe ich schon mal probiert, ob das überhaupt geht. Aber mit Kugeln habe ich es halt noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob die raushüpfen. Ich weiß nicht, ob sie einmal frei runterkullern. Keine Ahnung, das sehen wir dann gleich. Ich will es nur mal kurz drehen und noch ein paar Worte dazu sagen. Es hat nichts gefehlt weiter. Es ist ein bisschen was übrig. Eine Waffe und ein paar Pins hier sind übrig und 2 Hände. Und halt, ja, der halbe Dino, was übrig geblieben ist. Am Bauen hat sich nicht viel geändert. Es ist immer noch genauso schwierig wie am Anfang. Oder war es genauso das Zusammendrücken wie am Anfang. Also da muss man wirklich ein bisschen Kraft aufbringen und vorsichtig auch sein, dass es nicht wo auf der anderen Seite wieder abbricht, wenn man dazu festdrückt. Also das habe ich jetzt 2 Mal erlebt. Ist natürlich doof, aber ja, ist halt so. Wir haben da noch 2 Fässer, ein halbes und ein dreiviertel Fass drin. In dem dreiviertel Fass habe ich jetzt mal das Ding hier rein. Da sollen normalerweise die Kugeln dann rein, dass sie nicht immer rumfliegen. Dieses Teil ist der Ton. Obacht. Moment, wo ist es? Da. Ja, also der Dino hat geschrien. Ja, ansonsten die Figuren habe ich untergebracht, immer so ein bisschen hingestellt, wie ich sie am besten finde. Einer hier oben, der andere hier hinten, und der Koch oder Köchin. Ja. Der eine Zaun ist vielleicht ein bisschen mickrig für den großen Dino. Hätte man vielleicht noch so einen noch dazustellen können oder was weiß ich. Der andere Dino, wenn er kommt, ich habe jetzt gestern mal den Verkäufer bei AliExpress angeschrieben. Der hat mir jetzt zurückgeschrieben und ich soll ihm doch ein Foto schicken, was fehlt. Und er würde mir das dann zukommen lassen, kein Problem. Naja gut, ich habe jetzt einfach den kompletten Dino fotografiert, weil ist ein bisschen blöd, jetzt nur den Körper da zu fotografieren und ein Bein wieder zurückschicken oder irgendwas, wäre ja vielleicht ein bisschen blöd. Habe ich gesagt, habe ich einfach den ganzen Dino fotografiert. Kann jetzt nicht die Welt kosten und ist wahrscheinlich auch einfacher. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das ganze Ding hier funktioniert. Ich bin immer wirklich selber gespannt. Was ein bisschen doof ist, man muss die Leiter dazu hochheben. Doch, geht. So. Jawohl, bis jetzt funktioniert es gut. Ich weiß nicht, ob man das so überhaupt sehen kann.
Ja doch, man kann sehen, wie die Kugeln da runter sausen. Und ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, ich war ja im Bricks House davor gestanden, so habe mir das irgendwie angeguckt, immer wieder und immer wieder. Und fand ich wirklich klasse. Das ist, hat so was Beruhigendes irgendwie, ne? Wenn man jetzt den Ton noch, dann natürlich nicht mehr. Dann ist es nicht mehr beruhigend. Ja? Aber so, hier oben ist mehr oder weniger eine Weiche drin. Na, Weiche nicht, aber da geht es einmal links und einmal rechts runter. Und Zufallprinzip, ne? Einmal geht es links rum, einmal rechts rum. Es dauert ja immer relativ lang, bis die da reinkullern. Aber es funktioniert einwandfrei. Und das ist jetzt noch keine irgendwo hängen geblieben, so wie ich die Sache sehe. Also, Respekt. Auch ich habe es hingekriegt und es gefällt mir. Ja, jetzt wollen wir mal das Ganze noch messen. Mal schauen, wie groß das Ganze hier ist. Also wenn wir jetzt den Dino hier mitrechnen, die Blumen, sind wir hier bei 31 cm, naja, doch sogar so 32 cm. Eine Höhe mit der Turmspitze haben wir hier von auch 32 cm. Und eine Tiefe von circa, ja, 14 ungefähr. Wenn wir jetzt die Blätter, die ja von der Grundplatte ausgehen, wegrechnen oder dazu rechnen. Ja. Jetzt könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr euch sowas auch holen würdet, ja, für 20. Oh, jetzt sehe ich aber gerade. Jetzt sind sie mal hängen geblieben hier. Das muss man dann doch mal nachdupsen. Mal schauen, ob das jetzt bei allen so war oder nur der eine. Jetzt hast du sehen mal. Nö, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich ist einer mal hängen geblieben so ein bisschen und wie jetzt zum Beispiel, dann sind sie nicht mehr hinterhergekommen. Aber ja. Also wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob es euch gefällt, ob ihr euch das auch kaufen würdet für den Preis von 23 Euro. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten mal. Also mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es da gefehlt hat, aber wenn ich das nachbekomme von dem Dino, dann ist alles in Ordnung. Also mir hat es Spaß gemacht und ich finde es wirklich ein schickes Ding. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten, ihr wisst es. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte auch ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht, was ich genau bauen werde, aber es kommt irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Also, macht's gut, bleibt gesund. Ich sage ciao, euer Paul. Bis zum nächsten Mal.